Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und wir kommen jetzt nach dem Open Run, Open Run Mini zum Open Com. Sieht eigentlich so vom Karton jetzt erstmal, also wenn ich das Produkt sehe, identisch aus wie das Open Run und Open Run Mini. Das Einzige, was wir hier haben, ein verlängertes Mikrofon, um vielleicht besser zu verstanden zu werden. Also für Leute, die halt joggen und gleichzeitig noch Arbeitstelefonate dabei erfüllen oder im Studio gleichzeitig oder halt die darauf angewiesen sind. Oder dass wenn sie mit Fahrrad fahren, wo doch ein bisschen mehr Wind ist als beim Joggen, dass man halt ein besseres Mikrofon hat. Ich denke mal, für die ist es geeignet oder soll es sein. Wir werden uns das dann angucken. Weil die anderen, soweit ich weiß, Open Run und Open Run Mini, sollten eigentlich, glaube ich, auch ein eingebautes Mikrofon haben. Und wir werden aber auch testen, wie es ist. Oh, das ist auf jeden Fall schon mal schwerer. Oh, hier haben wir einen Case mit bei. Das haben wir beim Open Run und Open Run Mini nicht. Da ist kein Case mit bei. Da haben wir nur eine Tasche. Und hier haben wir dann halt ein Case. Ich werde auch zusehen, damit wir das Unboxing kurz knapp halten. Wirklich nur auspacken, zeigen, was drin ist. Damit wir den Rest alles fürs Hardware-Video haben. Da habt ihr euch ja schon beschwert, zu Recht beschwert, dass ich halt beim Unboxing immer zu viel Hardware noch mit reingenommen habe. Das gehört ins Hardware-Video und nicht ins Unboxing. Unboxing ist nur auspacken, gucken, was drin ist. Also das ist Anleitung und das ist ja User Guide. Ist ja gar kein Loch, wo das reinkommt. Bin ich jetzt mit Schugge? Kommt es denn so? Ah ja, okay, oder? Ne, da geht's auf. Ja, dann lassen wir das halt mal auf. Machen hier eine Seite wieder zu. Boah, das ist nichts für dicke, fette Pfoten. Also Anleitung am besten drinnen lassen, braucht man sowieso nicht. So. Anleitung können wir gleich wegpacken. Dann kommen wir zum Open-Com. Wir haben hier dann die Entry-Karte mit der Seriennummer und alles. Wir haben einen USB in einer winzig kleinen Tasche hier an der Seite drin. Also sind das praktisch hier eine große Tasche. Ich werde es uns mal zeigen. Aber hier bei der großen haben wir hier bei der Innenseite zwei Kammern. Hier auch. Und kann dann halt kleine Sachen reinmachen. Ich muss das jetzt hier mal kurz aufmachen, um zu gucken, ob es der gleiche USB ist wie beim Open Run und Open Run Mini. Also es ist nicht USB-C. Ja, ist genau das gleiche, so wie es aussieht. Wir haben hier praktisch so Magneten. Ich zeige euch auch gleich, wo die festgemacht werden. Und auf der anderen Seite einen ganz normalen USB-Kabel. So. Da werde ich nämlich, das ist ganz gut, da kann ich nämlich vom Open Run Mini, mir reicht ja ein USB-Ladekabel aus, während ich die drei Sachen teste. Ja? Reicht ja einer aus, weil ich muss ja nicht alle gleichzeitig laden, kann die ja nacheinander laden. Da kann ich den nämlich dann hier daneben machen und habe dann halt einen Case, wo halt zwei Ladekabel sind, die ich gerade nicht benutze und eins, was ich halt benutze, was ich dann halt hier hinten reinmachen kann und ist alles dann schön geschützt. Das passt super. So, aber wie gesagt, hier ist nichts weiter. Und hier ist das Open Run Com. Sieht aus wie das Open Run. Ich glaube, das ist aber hinten auch ein bisschen knapper gehalten wie beim Open Run Mini. Werden wir nachher ein Vergleichsvideo machen noch. Optisch Open Run, Open Run Mini und Open Com.
Und dann gucken wir mal vom Optischen an, wo hier die Unterschiede sind, ob wir Unterschiede wahrnehmen, feststellen oder sonst irgendwas dergleichen. Der einzige Unterschied hier ist jetzt erstmal, hoppala, habe ich Angst, dass ich verbiege. Wir können halt das Mikrofon hier. Ja, Mausi, ich sehe dich. Ja, Mausi braucht gerade Liebe. So. Also haben wir praktisch eigentlich nur bis jetzt optisch. Doch. Doch, rein jetzt vom ersten optischen. Wir haben hier Plus Minus hier unten an der Unterseite und das Ladekabel kommt hinten ran. Beim anderen ist es hier unten. Aber naja. Mal gucken, ob das das Einzige ist, was uns jetzt auffällt. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich die zusammenpacke. So. Oh, da bin ich so gespannt. Ich bin so neugierig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da sind Ewigkeiten heiß drauf auf die Dinger von Schocks. Mit dieser Patent, mit dem Patent zum. Ach Mensch, wie heißt das wieder? Schall über die Wangenknochen übertragen. Da bin ich so heiß von drauf. Alle schön verpackt. Optisch haben sie jetzt alle, sind sie wirklich. Schön, sehen sie schön aus. So ein kleines Fazit jetzt mal nach den drei Unboxings. Alle sehen sie geil aus. Alle sehen sie gut verarbeitet aus. Fühlen sich wertig an. Sind so ein bisschen gummiert. Ne? Also ich bin da mal sehr gespannt. So, und jetzt geht's an die Hardware-Videos. Ich muss dann aber hier nochmal umbauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich im nächsten Video. Bis dann, ahoi, sagt euer Odin.